Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Woche, zur vorerst letzten Woche von Be A Pro und auch Be A Pro Goalie und auch die anderen Spiele, die momentan laufen, denn am Freitag ist es soweit, Freunde der Nacht, die Eishockey-Weltmeisterschaft 2017 geht endlich los. Ich wollte sagen, geht in die nächste Runde, wäre aber ein bisschen falsch gewesen, denn sie geht ja nicht in die nächste Runde, sondern die Weltmeisterschaft im Eishockey geht in die nächste Runde, nämlich mit der Weltmeisterschaft 2017. Und ich freue mich da wirklich so megamäßig drauf. Ich habe die Folgen so gut wie alle aufgenommen. Es ist einfach geil und dann kann ich sie ganz entspannt anschauen, kann ganz entspannt mittippen, denn wir haben privater Natur, das habe ich ja schon mal gesagt, in dem Monat Mai sehr, sehr viel zu tun, sodass ich da wenig zum Aufnehmen komme. Deshalb ist es gut, dass diese Eishockey-Weltmeisterschaft schon fertig ist. Nicht wundern, wenn ich auf die Kommentare erst ziemlich spät dann vielleicht am Abend eingehen kann, denn ich habe tagsüber einfach nicht so viel Zeit. Sei es drum, jetzt aber erstmal zum Spiel gegen die Florida Panthers. Wir sind mittlerweile in der richtigen Saison angelangt und ich möchte, dadurch, dass es wahrscheinlich die letzte Saison werden wird, mit NHL 17 in unserem Beer Pro, möchte ich natürlich da relativ sehr gut abschneiden. Und wir schauen einfach mal, ob das klappen wird. Wir haben ja im Mai dann kein Beer Pro, erst frühestens ab dem 22. wieder. Und dann haben wir Juni, Juli, August, September. Das sind noch 4 Monate, a 30 Tage. Und wenn man da mal guckt, sind ungefähr 420 Tage, 82 Spieltage hat die Saison plus Playoffs. Also das haut schon ganz gut hin. Und wenn dann die Saison vorbei ist, dann wird, denke ich, auch das Projekt abgeschlossen, sodass wir noch ein paar Tage Übergangszeit haben. Je nachdem, wann natürlich NHL 18 kommen wird. Ich schätze auch so, wie bisher auch, also so Mitte September, so um den 13., 14., 15., 16. September rum, wird das wieder erscheinen. Und dann geht's wieder los mit einem neuen NHL. Da freue ich mich persönlich auch drauf. Wird eine richtig geile Sache auf jeden Fall. Und dann gucken wir mal, was sind da für Verbesserungen dann wieder drin, was sind da für Nachteile wieder drin. Es wird alles in allem natürlich Vor- und Nachteile geben, das ist klar. Aber zum jetzigen Zeitpunkt ist es einfach noch zu weit weg, als da jetzt irgendwelche Spekulationen anfangen zu wollen. Ich hoffe, dass man am Gameplay noch etwas arbeitet, also an der Steuerung an sich nicht. Die Steuerung an sich ist relativ fehlerfrei. Da war eine Chance für Galchenyuk, gut angespielt. Aber was einfach so die CPU und auch die Gegner-CPU angeht, da könnte man doch das ein oder andere noch positiv verändern. Und da bin ich zuversichtlich. Vielleicht auch den ein oder anderen Spielmodi, ich habe es ja schon angesprochen. Zum Beispiel die Eishockey-Weltmeisterschaft, dass man da einen Modi entwirft, der genau diese Weltmeisterschaft dann widerspiegeln würde. Würde natürlich für mich extrem einfacher sein, diese Weltmeisterschaft am Ende zu gestalten. Denn so bräuchte ich nicht die Tabellen selber machen, so müsste ich nicht selber immer rechnen. Das ist natürlich schon noch ein bisschen umständlich, aber mit so einem implementierten Modi wäre das natürlich eine geile Sache. Aber es gab es bislang auch nicht so wirklich und Montembeault mit dem grandiosen Save. Aber das macht überhaupt nichts. NHL 18. Freut ihr euch da drauf? Klar, natürlich freuen wir uns alle drauf. Ich freue mich mega drauf. Jetzt nach der langen Zeit NHL 17, obwohl ja doch einige Zeit noch gefehlt hat. Anfang des Jahres 2017, ehe ich dann die Pause eingelegt hatte. Aber jetzt bin ich wieder zurück. Und es könnte sein, da bin ich mir aber noch nicht sicher, es könnte sein, dass im Mai durchaus nach der Eishockey-WM, die ist ja komplett aufgenommen, aber nach der Eishockey-WM, dass dort durchaus noch eine Woche oder zwei keine Videos kommen. Einfach der Hintergrund, dass wir umziehen. Umzug erfolgt am 20. Mai. Und erst ab dem 1.6. haben wir aber Internet. Es könnte also sein, wenn ich nicht irgendwie dazwischen noch dazukomme, die Folgen vorab aufzunehmen und hochzuladen für diese Zeit. Es könnte dann dadurch echt sein, dass da keine Videos kommen. Aber das werde ich dann auf jeden Fall rechtzeitig ankündigen. Ein Ankündigungsvideo
mittels Handy zum Beispiel ist ja überhaupt kein Problem. Aber der Umzug des Büros halt hier, gerade bei mir, der erfolgt zum 20. Mai. Und ab da ist bei mir bis zum Ende des Umzugs, also bis dann alles andere steht und so, ist bei mir halt wirklich Ende. Da kann ich nicht mehr weiter aufnehmen. Und das muss man halt irgendwie mal schauen, wie es dann geht. Vielleicht komme ich ja nochmal dazu, dass ich zumindest für den Mai noch die Folgen hinkriege. Also da nicht wundern, wenn es vielleicht dann wirklich so kommt, dass im Mai nur eine Folge täglich kommt. Aber besser eine Folge wie keine. Sodass ich da nochmal die Zeit finde, einfach aufzunehmen. Das war wunderschön. 1:0 für die Montreal Canadiens. Das war Young. Der war richtig gut. Der war richtig gut. Der Dennis Young, zweites Tor in dieser Saison. Schließt ab und dann ist es ganz bitter über die Hand gelenkt, aber es reicht nicht ganz, um die Querlatte damit einzubeziehen. Blattmann kriegt sogar den Assist zusammen mit Carey Price. Also sehr, sehr geil. Ihr müsst einfach mal immer wieder auf den Uploadplan schauen, wie es dann nach der Eishockey-WM weitergeht. Einfach mal gucken. Ich denke aber, dass das alles in allem vielleicht doch viel unproblematischer ist, als ich momentan annehme. Und ja, es ist halt viel zu machen in den nächsten 3 bis 6 Wochen. Und solange ich kein Internet habe, kann ich logischerweise sowieso nicht aufnehmen. Also zumindest nicht hochladen. Aufnehmen kann ich genug. Aber hochladen kann ich nicht. Und dementsprechend einfach mal abwarten, was da noch so kommt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich versuche natürlich alles, dass zumindest eine Folge am Tag von NHL kommen wird. So wie es gerade gesagt. Oh, der war blöd meinerseits. Aber wenn es nicht so ist, würde ich auf jeden Fall rechtzeitig ein Ankündigungsvideo machen. Und da ist der Ausgleich. Scheiße, Florida kontert. Ja, schönes Tor von Connor Brickley. Erstes Tor in dieser Saison gemacht. Wunderbar zurückgelegt an die Blauen. Und dann ist es trotz der Fanganzeige von Carey Price einfach unmöglich, da die Scheibe abzuwehren, und schon fast die Hälfte des Spiels nur gespielt. Und wir haben schon das Teamspiel fast erreicht. Also wir sind gut heute mit dabei. Auch im Angriff. Wir haben einen Assist gemacht und damit ist der Trainer zufrieden. Das ist ein großer Unterschied noch gegenüber dem ersten Jahr. Und da ist die Führung! Jemand! Yeah, Alex Galchenyuk! Richtig, richtig nice! Das ist ja richtig cool. Gleich wieder die Führung für Montreal. Hier der Fehlpass im Aufbau. Galchenyuk, 94, in Wisconsin, Milwaukee geboren. Spielt seit 2013 bei den Montreal Canadiens. Wurde auch 2012 in der ersten Runde an dritter Position von den Montreal Canadiens gedraftet. Zuvor gespielt bei den San Jose Sting. Ist ja ein Team in der Ontario Hockey League. Und von da dann der Sprung direkt in die National Hockey League. Also man hat nicht erst den Umweg gehen müssen über die American Hockey League. Im Gegenteil, man hat von vornherein bewiesen, man hat hier wirklich Zeug zum Profi-Eishockeyspieler. Und man hat auch das Zeug zu einem hervorragenden Profi-Eishockeyspieler. Und das hat er gezeigt, das hat er gemacht. Wunderbar. Und seitdem her fester Bestandteil jetzt eben bei den Montreal Canadiens. So, NHL 18, immer wieder Thema jetzt natürlich gerade. Wir sind jetzt im Mai, wir nähern uns wirklich dem September, es sind nur noch 4 Monate. Und das ist wirklich keine lange Zeit. Der Mai wird schnell rumgehen aufgrund des Umzugs. Dann haben wir schon Juni. Dann kommt schon der NHL Entry Draft, worüber ich auch noch ein Video machen werde, habe ich ja erklärt. Und dann haben wir noch Juli, da kommt dann BioPro in der Goalie Mode. Und dann noch August und ruckzuck ist wieder September und es geht wieder los. Es geht wieder los mit der neuen Eishockey-Franchise, beziehungsweise mit dem neuesten Ableger von Electronic Arts. Da freue ich mich drauf, muss ich wirklich sagen. Und da muss ich einfach mal gucken, wie wir das Ganze vielleicht auch ein bisschen verändern können. Darüber hatten wir auch schon mal gesprochen. Oder ob es am Ende so bleibt, ob es am Ende einfach der beste Spielmodi so ist, wenn man ihn so lässt.
Das wird man in der Zukunft alles sehen. Auf jeden Fall, was sicher ist, nach dem Umzug ist es ja nicht mehr der Fall, dass ich immer wieder ins Büro fahren muss. Also auch so die knapp 30 bis 40 Minuten Fahrzeit, die ich dann nicht mehr habe, sondern ich habe dann quasi zu Hause das Büro. Und dann kann ich da auch deutlich einfacher aufnehmen und dann könnte auch wieder mehr Content kommen. Je nachdem, wie ich Lust habe, wie ich Laune habe. Und das ist halt das Geile einfach dran, dass man dann einfach sagt, also gut, ich gehe nochmal eine Stunde, zwei ins Büro und muss nicht erst noch anderthalb Stunden Fahrtweg mit einplanen. Das wäre nämlich genau die Zeit, die ich dann zum Aufnehmen habe, sondern kann direkt ins Büro und dann habe ich auch die Zeit, wo ich dann im Büro bin, kann ich auch wirklich aufnehmen. Und das ist halt das Geile dran. Weil du musst es immer so sehen, du willst eine Stunde nur aufnehmen, dann hättest du drei Folgen schon. Drei Folgen sind viel. Wenn du aber, um eine Stunde aufzunehmen, nochmal anderthalb Stunden, vielen Dank, nochmal anderthalb Stunden Fahrtweg hast, kommst du dann auf zweieinhalb Stunden für eine Stunde Videos. Und dann merkst du mal, die Zeit, wo ich mir jetzt als Fahrtweg spare, die anderthalb Stunden Fahrtweg, die kann ich dann schon wieder benutzen, um vielleicht vier, fünf Videos zu machen. Und genau das ist es und genau das ist das Geile dran. Und deshalb freue ich mich einfach drauf. Und selbst wenn dann Ende Mai, Anfang Juni nicht so viele Videos oder vielleicht auch gar keine kommen, völlig egal, sobald der Umzug abgeschlossen ist, sobald die Internetleitung funktioniert und sobald alles dann geregelt ist, geht es hier wieder rund, Freunde. Da gibt es wieder Folgen, da gibt es wieder Videos und vor allem, und das ist das Geilste dran, es gibt wieder Streams. Es gibt wieder die guten alten Streams, da habe ich Bock drauf. Ich wollte eigentlich immer mal jetzt noch streamen, aber mir hat einfach die Zeit nicht gereicht aufgrund der Tatsache, dass ich eben die Eishockey-Weltmeisterschaft aufnehmen muss oder aufnehmen wollte, gerade im Hinblick auf den Mai. Dementsprechend habe ich dann gesagt, okay, lassen wir den Stream lieber weg. Die rennen nicht weg, das ist einfach so. Und die kommen wieder. Die kommen einfach wieder und wann sie kommen, das ist auch völlig egal. Fakt ist, sie kommen wieder. Fakt ist, es gibt jetzt im Moment Wichtigeres und ich glaube, da habt ihr alle für Verständnis. Zumindest hoffe ich das, aber die, die das Verständnis nicht haben, das ist so, das ist nicht mein Problem. Und da ist der Ausgleich. Scheiße! Jonathan Huberdeau. Da haben wir uns zu früh schon wieder in die Offensive gewagt. Das war absoluter Fehlgriff, das war nix. Tja, und 6 Minuten vor Schluss macht Florida wieder den Ausgleich zu Hause im BB&T Center. So, jetzt heißt es also wieder nochmal Gas geben. So, Radulov spielt zurück, sehr gut. Radulov jetzt, Hirschmann! Und wieder direkt im Gegenzug, wunderbar gemacht. Wunderschön unter die Latte genagelt. Eine Minute später, nach dem Ausgleich der Florida Panthers, schlägt dazu Alexander Blattmann. Oh, wunderschön gepasst und direkte Abnahme über die Stockhandseite vom Keeper der Florida Panthers. Krasses Ding, drittes Tor für uns. Und heute, glaube ich, sogar der zweite Punkt. Den ersten Treffer haben wir ja mit einem Assist gemacht. Sehr cool. Sind ja mittlerweile 90er Spieler, da kann man schon mal was erwarten. Auch die Skills, und das ist das, was ich bei NHL 18 dann wieder denke, oh scheiße, da fangen wir wieder von vorne an, da ist wieder alles auf 69 und da kannst du wieder nichts, da hast du keinen Deak, da hast du keine Geschwindigkeit, du hast keine Körperkraft, du hast gar nichts. Und ich glaube, das wird halt wieder, wie in jedem Jahr, so die große Herausforderung, sein Pro wieder zu formen. Komm jetzt raus mit dem Ding, Mensch. Young. Sehr gut, Radulov. Sehr schön, setzt sich da durch, aber dann irgendwann kommt der Spieler doch dahinter. Demers. Ich gehe nochmal raus. Auch wenn der Keeper gleich rausgeht zugunsten eines sechsten Feldspielers. Hier Teamspiel A-, sehr gut, Verteidigung B-. Und im Angriff haben wir ein B+. Torperis Shot und einen Assist. Jetzt ist er heute vom Eis. Jetzt also die Chance zum 3:3 für die Florida Panthers oder aber auch zum 4:2 Empty Net Goal für unsere Montreal Canadiens. Oder dritte Kombinationsmöglichkeit, es bleibt so,
wie es ist. Das wäre mir persönlich am liebsten, wenn jetzt der Sieg kommt, ohne dass hier noch irgendwas passiert. 11 Sekunden. Florida jetzt im Drittel aufgebaut und dann die Scheibe ist raus und es gibt ein Abseits noch. So, dürfen nicht mehr rein, es ist aber auch okay, 5 Sekunden noch, da dürfte nichts mehr passieren, bis die Scheibe in der Offensive ist, das dauert und da kommt der Schuss, aber schön geblockt. Der Sieg ist es für unsere Montreal Canadiens. Yes, man! Es war hart umkämpft, diese Partie. Florida immer wieder aufgeschlossen, aber schön zu sehen, wie unsere Canadiens von Anfang an dieses Spiel in die richtigen Bahnen geleitet haben. Dann 1-0, den 1-1 Ausgleich von Florida, gleich die 2-1 Führung wieder. Und auch nach dem 2-2-Ausgleich umgehend der 3-2-Führungstreffer erneut. 16 Schüsse beide Mannschaften. Blattmann, Brickley und Huberdeau. Die drei Stars. Klar, Blattmann, Game-Winning-Goal gemacht. Zum 3-2 und mittlerweile läuft es eigentlich perfekt. Ich kann wirklich sehr zufrieden sein, das muss ich sagen. So, nächstes Spiel gegen die Minnesota Wild. Spiel Nummer 3 am Mittwoch vor der großen Pause. Vor der großen Pause der Weltmeisterschaft. Und wir gucken natürlich auf die Tabellen. 6 Punkte habe ich nach 2 Spielen. Großartige Leistung. So, Montreal mit den Detroit Red Wings punktgleich. Dahinter haben wir die Ottawa Senators auf 4. Buffalo, dann Tampa Bay, Boston, Toronto und die Florida Panthers. 2 Spiele, 2 Niederlagen. Das ist bitter. Aber kann passieren. Wenn es euch gefallen hat, Freunde, lasst mir ein Like da. Ansonsten danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Bloody LP.